Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Reania, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop und auf diesem Bild erscheint dein Geburtshoroskop, bildhaft dargestellt nach indischen Astrologie. Das habe ich in Aufnahme Teil 2 alles erklärt. Und jetzt kommt die Jahreshoroskop. Und das bedeutet, dass ein Geburtshoroskop bleibt so stehen, weil das symbolisiert die Sternenhimmel über uns in dem Moment, wo wir geboren sind, wann wir geboren sind. Und dieses Bild wie ein Momentaufnahme, das bleibt erhalten. Da ändert sich gar nichts. Und hier in diesem Bild erkennst du, welchen Lebensbereich spielen eine große Rolle in deinem persönlichen Leben. Das ist die Selbstdarstellung, die Karma, die Geheimnisse des Lebens, dann Freundeskreis, Bekanntenkreis, deine Wünsche, deine Hoffnungen, deine sozialen Kontakte, die Berufung, Ansehen, Anerkennung, Ausland, Transformation und die Beziehung, alten karmischen Themen hast im fünften Lebensbereich. Das sind für dich die wichtigste Bühne in dein Leben. Also dieser Horoskop, dieser Geburtshoroskop bleibt. Was sich ändert, das bist du, dein Leben ändert sich und du machst Lebensschritte und das bezeichnet die 7-Jahren-Periode. Wir starten immer hier in unserem Geburtsmoment und dann machst du hier die Lebensschritte und in diesen 7-Jahren-Perioden erlebst du immer in diesem Tierkreiszeichen, wo gerade dich bewegst. Das sind Einflüsse von außen oder die Thema, die einzelnen Tierkreiszeichen sind in diesen Perioden, in diesem Zeit ist für dich die wichtigsten Themen. Du befindest dich gerade in Stierzeit und in diesem Stierperiode ist für dich wichtig Besitz. Nicht nur die Finanzen, sondern alles im Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist. Und du möchtest das gemütlich haben, du möchtest das Leben genießen, so schön gemütlich gestalten. Dann übergehst in Tierkreiszeichen Zwillinge. Etwa 5 Jahre lang bist du noch in Tierkreiszeichen Stier. Das heißt, die Stier wirkt in den kommenden Jahren noch in dein Leben, die Finanzen in Ordnung zu bringen, etwas aufbauen und dieses ernährende Prinzip, das Stier, diese Mütterlichkeit auch nicht nur geben, sondern auch nehmen, das im Gleichgewicht und mal einfach gemütlich das Leben genießen zu können. Und dann übergehst in Zwillingzeit, etwa in 5 Jahren, und dann hast du andere Lebensereignisse bei Zwillingsenergie kommen, mehr Leichtigkeit, mehr Kontakte, Kommunikation, einiges in Bewegung. Nicht nur du änderst dich, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen und lösen etwas im Horoskop aus. Immer in die Tierkreiszeichen, wo ein Planet sich befindet,
dann kannst du es zuordnen auf den einzelnen Lebensbereiche. Wenn ein Planet zum Beispiel hier auftaucht, in Tierkreiszeichen Schütze, dann löst bei dir etwas im zweiten Lebensbereich. Das hat mit Werten zu tun, Selbstwertgefühl oder um die Finanzen. Und wir starten jetzt. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und bleibt ganzes Jahr hier im Widder nach indischen Berechnung. Also wir sind Januar 2019, Uranus bleibt aber ganzes Jahr nach diesem Berechnung hier, löst etwas aus in deiner beruflichen Situation. Interessant ist, dass dein Geburts-Uranus genau gegenüber liegt. Und das spiegelt etwas, dass du vor Umbrüche und Veränderungen stehst. Ketu ist der Drachenschwanz und zeigt alten karmischen Themen. Und Ketu befindet sich im Steinbock und hier löst bei dir karmischen Begegnungen, Erinnerungen, karmischen Themen. Und Rahu, das ist die Suche nach etwas Neues, der Platz des Lebens, die Suche nach einer Aufgabe. Rahu befindet sich im Krebs und das ist die Richtung, wo du dich orientierst, wo ist mein Platz im Leben, wo fühle ich mich zu Hause, und das kann bei dir eine innere Reise sein oder Auslandskontakte. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter schenkt uns auch etwas, Möglichkeiten und Chancen in unserem Leben. Und Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das wirkt auf deine Persönlichkeit. Und in deinen persönlichen Lebensumständen schenkt dir Jupiter mehr Chancen, mehr Möglichkeiten und bist du auch mehr wahrgenommen. Wichtig ist, dass du zu deinen inneren Größe stehst. Das ist die Weisheit, was Jupiter auch vermittelt. Neptun ist in Tierkreiszeichen Wassermann und zeigt die Träume, die Visionen, die Inspiration hier im Bereich, wohnlichen Bereich, und gibt dir gerade den Halt im Leben, auf deine Träume zu vertrauen oder auf deine Intuition, Inspiration zum Vertrauen. Saturn ist der Planet der Karma, belehrt uns. Saturn bringt auch etwas in Ordnung, zeigt, wo haben wir gerade Lernaufgabe, und das ist im Schütze. Mit deinen Werten bewusst zu sein und diese Wertschätzung verlangen von anderen. Wenn du diese Lernaufgabe nicht lernst, dann schränkt dich finanziell ein. Das ist ein großer Lehrmeister und hier handelt es sich auch um die Finanzen. Pluto zeigt die Kraft, die inneren Kraft und auch die Konzentration. Und Pluto lässt es gar nicht zu, dass jemand diese Kraft, diese Energie raubt. Und das ist auch wichtig, dass dir das auch bewusst ist, weil hier handelt es sich auch um deine Finanzen, dass du nicht unnötig Geld ausgibst oder nicht zulässt, dass jemand dich finanziell ausnützt, sondern konzentriert auf die Finanzen. Aber wie gesagt, es ist nicht nur die Finanzen, sondern auch das Selbstwertgefühl. Wenn jemand dich verletzt, dann trenne davon. Pluto entfernt alles,
was diese Kraft, diese Energie raubt. Und so bleibt im Kern der Dinge konzentriert. Und daran liegt die Macht, die Plutos Macht. Und so stärkt uns innerlich. Und hier ist für dich enorm wichtig, dieses Jahr zu deinen Werten stehen. Und wenn jemand das verletzt, dann setz da Grenzen und konzentriere auch auf die Finanzen. Es waren jetzt die langsameren Planeten, und das heißt Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Diese langsameren Planeten haben mehr Einfluss auf unserem Schicksal, auf unsere schicksalhafte Entscheidungen, bringen größeren Veränderungen in unserem Leben. Dann gibt es die schnelleren Planeten wie Merkur, Venus, Mars ist nicht so schnell, aber jetzt nehmen wir noch Mars dazu, die haben mehr Einfluss auf unseren Alltag. Sie bewegen sich auch schnell, du wirst sehen, wie sich das alles ändert, weil diese Planeten außer Jupiter bleibt das auch so ein ganzes Jahr. Und die schnelleren Planeten haben mehr Einfluss auf unserem Alltag. Sonne gibt die Lebensenergie. Jeden Monat befindet sich die Sonne in einem anderen Tierkreiszeichen. Und in dem Monat, das sind Monatsereignisse, ist natürlich das die wichtigste Thema. Und Sonne zeigt die Energie in dieser Richtung. Und die Richtung schauen auch, das bewusste Wahrnehmen. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Handlungen, etwas Neues lernen oder Wissen vermitteln, ein Austausch, Kommunikation. Bei Merkur-Energie geht es auch um Terminen, Verträgen, Handlungen, all das gehört zu Merkur-Einfluss. Bei Venus-Energie handelt es sich um Schönheit, etwas verschönern oder für uns etwas Schönes kaufen, zeigt sich auch die weibliche Energie, aber auch die Liebe, Partnerschaft. Venus hat einen Einfluss auf Kunst, Kreativität, aber auch um Selbstständigkeit. Und Mars zeigt immer, wo wir unsere Kraft einsetzen, wo uns behaupten, wo gerade die Mars bewegt, aber zeigt auch Kontakte, Verbindungen mit einer männlichen Person oder mehreren männlichen Personen. Und bei Venus-Energie kann das auch bedeuten, wie zum Beispiel hier bei Freundschaften oder hier bei Kommunikation, die Verbindung zu einer weiblichen Person. Das kann Geschwister sein, das kann eine Kollegin sein, das kann eine gute Nachbarin oder Freundin sein. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze im Januar. Merkur befindet sich auch im Schütze. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Venus hier im Tierkreiszeichen Waage kann bedeuten eine geheime Liebe. Kann auch bedeuten, dass du dein Liebesleben sollst im Geheimen halten. Aber weil hier auch um die geheime Feinde handelt, kann auch ein Hinweis sein, dass hier eine Frau einen schlechten Einfluss hat. Oder hast du, ich möchte das nicht betonen, weil Venus ist oft hier in diesem Bereich und wir erleben das nicht jedes Mal, dass eine falsche Frau im Weg läuft. Aber sollen wir in dieser Richtung auch mal denken, kann was auslösen, Venus, hier im 12. Lebensbereich, dass du Neider hast. Jetzt die Mondphasen. Ich habe Mond jetzt nicht gezeigt, sonst würde diese Aufnahme
zu lang sein, weil Mond bewegt sich aber wirklich relativ schnell und hat einen Einfluss auf unseren Alltag, hat einen Einfluss auch auf unseren Gefühlen. Jeden Tag veröffentliche ich mein vedisches Tageshoroskop. Und jeden Tag zeige ich auch, wo sich die Planeten sich befinden, auch Mond, wo befindet sich Mond. Und dann kannst du diese Tageshoroskopen dann auf dein Geburtshoroskop übertragen. Dann weißt du genau, ah, da ist Mond gerade, wirkt auf den Alltag, auf den heutigen Tag, wie zum Beispiel jetzt im zweiten Haus, achte auf die Finanzen. Ich beschreibe im Tageshoroskop, ob diese Mondenergie vorteilhaft ist oder gibt es da Spannung. Dann achte darauf, dass du nichts kaufst oder auf das Geld zum Achten. Also all das kannst du im Tageshoroskop dann auch mitverfolgen, ganzes Jahr. Und natürlich hast du ein viel, viel größeres Spektrum und dann kannst du es jeden Tag beobachten, ah, wo wird etwas ausgelöst im Horoskop. Was ich aber erwähnen möchte, das sind die Mondphasen. Ein Neumond ist wichtig, dass wir nach innen schauen, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir zurückhaltend sind, dass wir nachdenklich sind, dass wir etwas verinnerlichen. Ich könnte sagen, die Licht in unserem Inneren suchen und finden. Was sagt unsere Seele dazu? Was sagt unsere inneren Stimme dazu? Und dort, wo dieser Neumond befindet, in diesem Tierkreiszeichen, sind die Themen. Zurück jetzt mal auf die Schütze. Wenn ein Neumond hier ist, dann ist wichtig, verinnerlichen deine Finanzen. Oder was möchtest du investieren oder kaufen oder wo hast du Geld ausgeben? Und natürlich meditieren, dein Inneren stärken, in diesem Selbstwertgefühl auch bleiben. Dann löst hier aus und dann nächsten Monat löst hier etwas aus. Das sind andere Themen. Bei einem Vollmond wird den Weg beleuchtet. Dann wissen wir, aha, da sollen wir die Energie lenken. Und das ist auch genauso, wo die Vollmond befindet, dort dieser Lebensbereich sollen wir besser konzentrieren, weil das ist dann wichtig. Da hinschauen, da bekommen wir die Klarheit, die Orientierung oder die Wahrheit kommt ins Licht. Halbmond ist immer Spannung. Entweder löst Unsicherheit aus oder Nervosität kann auch bedeuten, dass in Umgebung sind alle hektisch und nervös und immer in dem Lebensbereich kommt diese Spannung, wo dieser Halbmond befindet. Wenn das zum Beispiel im Widder ist, dann erlebst du die Nervosität im Arbeitsplatz. 14. Januar ist Halbmond im Fischen. 21. Januar ist Vollmond in Zwillinge und das ist eine totale Mondfinsternis. 27. Januar ist Halbmond im Jungfrau. Jetzt übergehen wir auf Februar 2019. Sonne Merkur wird sich ändern und Venus. Venus ist im Schütze, dann ist die Neigung da, Geld ausgeben für etwas Schönes. Sonne und Merkur ist im Steinbock, hier sind Gespräche, Kontakte, das passt auch gut zum dritten Lebensbereich. 4. Februar ist Neumond im Steinbock, 12. Februar ist Halbmond im Widder, 19. Februar ist Vollmond im Krebs, 26. Februar ist Halbmond im Waage. Jetzt März, also Venus ändert sich, Sonne Merkur ändert sich, Mars wird hier auch ändern.
Mars ist im Widder. Da musst du dich behaupten, da zeigst du Kraft. Oder kann auch bedeuten, dass du viel Arbeit hast und fühlst du dich kraftlos und das kränkt etwas. Aber kann auch Verbindung zu einer männlichen Person sein in diesem Lebensbereich. Das kann auch sein Beruf sein. Sonne ist im Wassermann, Merkur in Fischen und Venus im Steinbock. Venus im Steinbock, das kann auch Kontakt sein mit einer weiblichen Person. Sonne, Wassermann, Merkur, Fisch. Sonne, Wassermann. Und Merkur. Hier im fünften Lebensbereich. Die Lebensenergie fließt hier in Wohnsituation, kann auch bedeuten, du brauchst gerade die innere Kraft, weil das ist die Basis. Rückläufigkeit bedeutet, wenn für unsere Wahrnehmung so erscheint, dass ein Planet rückwärts bewegt. In Wirklichkeit bewegen die Planeten nicht rückwärts, sondern das ist ein Phänomen im Himmel und es ist so ähnlich, wenn wir beobachten bei Zugfahrt, dass die anderen Zug wegfährt und wir schauen im Fenster raus und uns erscheint das so, wenn dieser Zug rückläufig bewegen würde. Genau im selben Phänomen spielt sich im Himmel ab. Also für unsere Wahrnehmung erscheint das so, in Wirklichkeit sind sie nicht rückläufig, die bewegen sich immer vorwärts. Aber wir nennen das als Rückläufigkeit, also rückläufigen Planeten gibt, Sonne, Mond wird nie rückläufig. Und diese Rückläufigkeit löst etwas aus. Erstens bremst es was ab. Wir haben dann das Gefühl, es geht nichts voran. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet auch karmischen Themen oder Vergangenheit, dass ein Thema kommt wieder, ein wiederkehrendes Thema oder eine Person kehrt zurück von Vergangenheit. Und immer die Thema, was die Planeten vermitteln. 6. März wird Merkur rückläufig. Die Gespräche, die Termine, das ist alles so zäh, geht nichts voran. Kann aber auch bedeuten, dass jemand schreibt oder ruft an, kommt zur Sprache, jemand meldet sich von Vergangenheit. 6. März ist Neumond im Wassermann, 14. März ist Halbmond im Stier, 21. März ist Vollmond im Löwe, 28. März ist Halbmond im Skorpion. April. Jupiter übergeht im Schütze. Mars ist im Stier. Mars übergeht zum Stier, aktiviert die Bereich Partnerschaft, das kann auch eine männliche Person sein. Und dann, Sonne ist in Fischen. Da fließt die Lebensenergie im 5. Lebensbereich bei dir. Und Venus ist im Wassermann. Das kann bedeuten, dass du verschönerst etwas zu Hause. Oder kommt eine weibliche Person zum Besuch und Merkur ist auch in Wassermann und ist rückläufig. Das kann natürlich eine Frau sein, wo wieder die Kontakt sucht zu dir und möchte dich besuchen. April ändert sich die Richtung bei den beiden Mondknoten. Ketu symbolisiert die alte Karma, die alten karmischen Erinnerungen. Dieser Mondknoten beide bewegt sich genau in andere Richtung als die Planeten und Ketu übergeht
von Tierkreis zeichnen Steinbock auf Tierkreis zeichnen Schütze. Also diese karmischen Knoten, was alte Karma, diese Erinnerungen auslöst in uns, wird ab April im Schütze sein und aktiviert bei dir hier Themen wie Selbstwertgefühl, Wertschätzung und Geld und bleibt ganzes Jahr hier. Rahu, die neue Richtung, die Suche nach etwas Neues, Rahu übergeht von Krebs auf Tierkreis zeichnende Zwillinge und Rahu wird ganzes Jahr hier im Zwillinge sein, wo deine Transformation liegt. Elfte April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Fischen, 12. April ist Halbmond im Zwillinge, 19. April ist Vollmond im Waage, 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai. Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion, wirkt wieder auf deine Persönlichkeit und dein Auftreten, dein Aussehen. Mars bleibt im Stier, Merkur und Venus ist in Fischen und Sonne ist im Widder. Merkur, Venus hier im Fischen und Sonne ist hier im Widder. Lebensenergie ist die Arbeit, hier Gespräche mit einer weiblichen Person und hier kann um Themen handeln wie Kreativität oder Gespräche mit Kindern. 4. Mai ist Neumond im Widder, 12. Mai ist Halbmond im Krebs, 18. Mai ist Vollmond im Waage, 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni, Venus ist im Widder, das kann Kontakt sein mit einer weiblichen Person in Arbeit oder zeigst deine Kreativität. Sonne und Merkur ist im Stier und Mars übergeht in Zwillinge. Hier hast du ein Mars-Wiederkehr. Mars trifft zu deinem Geburtsmars. Das passiert so alle 2 Jahre. Und hier Merkur, Sonne, hier im Bereich Partnerschaft, das kann eine Nachricht sein. Und hier eine männliche Person kehrt wieder zurück. Ein Mars-Wiederkehr. Am 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion. 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Juli. Sonne und Venus ist im Zwillingen.
Hier ist wichtig, zu dein Selbst zu stehen, das ist die Sonnenenergie, zu deiner Weiblichkeit stehen. Und da hast du diese Transformation in dieser Zeit. Und Mars und Merkur ist im Krebs. Das kann bedeuten, dass hier Kontakt hast mit einer männlichen Person. Und das hat mit einer Reise zu tun oder im Ausland. Kann natürlich auch bedeuten, du setzt dich durch, zeigst du Kraft, hast du Gespräche. Und hier mit Ausland kann auch bedeuten, dass du mit voller Energie beginnst, du eine Fremdsprache zu lernen. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillinge. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. 16. Juli ist Vollmond, gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. August, Neptun bleibt, Saturn, Pluto, Ketu bleibt im Schütze, Jupiter bleibt in Skorpion, Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Das kann eine Reise sein, natürlich. Und Merkur ist in Zwillinge. Diese Rückläufigkeit führte Merkur zurück zum Zwillinge. 12. August wird Jupiter direktläufig, also ändert die Richtung. Das löst natürlich aus, das ist dann wie ein Wechsel, geht alles in andere Richtung. 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs. 7. August ist Halbmond im Waage. 15. August ist Vollmond im Steinbock. 23. August ist Halbmond im Widder. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Und das ist das Königliche, das Herz der Löwen. Da in diesem 30. August sollen wir auf unserem Herz hören, was unserem Herz sagt. Das auch wahrnehmen. September, Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Hier, im höchsten Punkt des Horoskopes, und das bedeutet, in die Zeit ist für dich wirklich wichtig, dieser Glanz wahrgenommen zu werden, oder stehst du in Öffentlichkeit. Mars ist auch im Löwe, genau. 19. September ist ein sehr wichtiger Tag, weil dann ändert sich Saturn die Richtung. Und Saturn beeinflusst unser Schicksal. Und genau in dem Lebensbereich, wo Saturn wirkt, da löst etwas aus, geht in eine andere Richtung. Bei dir hier im zweiten Lebensbereich wird Saturn direktläufig. Das beeinflusst deine Finanzen. Auch wenn du bis jetzt das Gefühl hast, oh, das hat gebremst alles, dreht sich um und sorgt dafür, dass etwas in Bewegung kommt, dass mehr Geld reinkommt. Und diese Änderung, diese Veränderung, die Richtung ändert sich. Am 19. September wird Saturn direktläufig. In Tierkreiszeichen Schütze und bei dir aktiviert der Lebensbereich Finanzen. Bei anderen Menschen kann das anderen Lebensbereich sein, dort wo die Schütze befindet. 6. September ist Halbmond in Skorpion, 14. September ist Vollmond im Wassermann,
22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober, Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Und Merkur ist im Waage. Dazu muss ich was sagen. Das wäre Sonne, Mars, Venus im Bereich Freundschaften oder in einer Gruppe zu Menschen, soziale Kontakte. Aber Merkur muss ich darauf eingehen, weil hier liegen die Geheimnisse. Natürlich kann das bedeuten, dass du etwas lernst und suchst die Geheimnisse des Lebens und gehst in eine spirituelle Richtung. Kann auch bedeuten, dass jemand vermittelt etwas, ihre oder seine Geheimnisse. Hier handelt es sich auch um Gespräche. Aber bedeutet auch, du sollst schweigen. Schweigen und bewahre deine eigenen Geheimnisse. Kann auch bedeuten, im 12. Lebensbereich, wo unsere geheime Feinde liegen, dass jemand schwätzt hinter deinen Rücken. Kann auch bedeuten. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November. Uranus im Widder, Mars ist im Jungfrau, das kann bedeuten, dass hier eine Begegnung ist mit einer männlichen Person oder dass du deine Kraft einsetzt und organisierst du etwas oder machst du Sport, zum Beispiel Sportbewegung. Hat Mars auch etwas zu tun, dass du hier anmeldest in einen Sportverein zum Beispiel. Merkur und Venus ist in Skorpion. Das zeigt dein Glanz, deine Weiblichkeit und Merkur und Venus ist im Skorpion. Das kann auch Gespräche sein mit einer weiblichen Person oder deine Weiblichkeit kommt in Ausdruck und viele sprechen dich an und kommst zum Kontakten. Und Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Und hier kommt die Wahrheit ins Licht oder schaust in die Tiefe. Bedeutet auch ein gewisser Rückzug, damit zu dir selbst stehst und verspürst deine Kraft, deine Lebensenergie. Das ist in dieser Zeit für dich wichtig, dieser gewisse Rückzug. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder. 12. November ist Vollmond im Widder. 19. November ist Halbmond im Krebs, 26. November ist Neumond im Waage. Und jetzt Dezember, Mars und Merkur ist im Waage. Geheime Gespräche,
kann das auslösen oder Geheimnisse zum Erfahren, also Gesprächen. Und diese Mars-Energie kann bedeuten, Gespräche mit einer männlichen Person, kann auch bedeuten, dass du spürst, dass andere über dich reden und setzt deine Kraft ein. Und setzt du da Grenzen. Und die Sonne ist im Skorpion und Venus ist im Schütze. Und das kann was auslösen, dass du kaufst für dich etwas Schönes. Oder du leihst Geld aus für eine weibliche Person, ist auch möglich. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Liebe Reania, das war dein Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.